Wir bauen die Panamera-Familie aus. Nach der Sportlimousine, dem Executive Langer Radstand, kommt nun als drittes Mitglied der Sport Turismo, einmalig in dem Segment der Luxuslimousinen. Beim Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo haben wir eine Kombination vom Verbrennungsmotor, ein V6 2,9 Liter Biturbomotor mit 330 PS und die E-Maschine 100 kW 136 PS, sodass wir in der Kombination insgesamt von einer Systemleistung von 462 PS und 700 Newtonmeter sprechen. Best-in-Class-Fahrleistung, gerade mit dem Topmodell, dem Turbo S E-Hybrid. Der ist eben so schnell, weil er ein Hybrid ist und nicht trotz des Hybridantriebs. Wir haben uns auch bei 918 bedient, gerade auch was die Ausprägung der dynamischen Modi Sport und Sport Plus angeht. Wir haben eine parallele Anordnung, das heißt, der E-Motor ist zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Porsche Doppelkupplungsgetriebe integriert, sprich in allen Fahrzuständen, auch was die Nutzung des Allrads angeht, ja, kann die E-Maschine stets auf die gleichen Triebstrangkomponenten zurückgreifen, wie auch der Verbrennungsmotor.